Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19, immer LS19 Survivor und der Lanzel ist hier. Mal schauen, was er von uns will. Auf dem Boden. Was? Auf dem Boden. Warum das denn? Hände an den Hinterkopf. Ja, hab ich. Ist festgenommen. Warum das denn? Komm hin. Nein, ins Auto. Diebstahl. Was für ein Diebstahl? Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Da stehen 5 Jahre Haft drauf, Davis. Ich weiß ja gar nicht, worum es jetzt hier geht. Klär mich doch erstmal auf, bevor du mich festnimmst hier. Du bist gesehen worden, wie du mein Auto geklaut hast. Und dann in See versenkt hast. Dabei wurde ich gesehen. Oh ja. Hoppala. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Kannst du mal fragen, Bürgermeister? Ja, das ist mein Zeuge. Können wir gerne mal fragen, wenn du willst. Wo ist denn der? Oh. Lanzel! Was denn? Wo ist denn der? Gib dir einen Scheißdreck, oder? Der hat eine Zeugenaussage getroffen. Da bist du als Täter eindeutig identifiziert. Weil einer das sagt, oder was? Wenn ich frag, wer mein Auto geklaut hat, und du kommst da und er sagt zu mir, bist du an meinem Auto rumgeschlichen und hast es da mitgenommen, ist das eindeutig. Aber das soll ich doch gar ja, nicht. Hör auf, dir raus zum Reden. Das war, glaube ich, der Bürgermeister selber. Du wirst aber ganz lächerlich, Davis. Was bist du, lächerlich? Wärst du jetzt frech auch noch? Nee, ich hab dich nicht verstanden. Was war jetzt? Da wärst du jetzt lächerlich. Achso, nee, worum geht's denn jetzt schon wieder? Kennst du das Wasser doch da? Nö, noch nie gesehen. Ja, genau. Ein paar Mal dran vorbeigefahren, ja. Ja, genau. Wir fahren jetzt mal an einen Ort, den du gut kennen sollst. Das Zimmer deiner Ex? Jetzt hör auf! Alles, was du machst, zählt ab sofort als tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte. Was? Und damit du Bescheid weißt. Ach, sind wir jetzt schon wieder hier? Einmal was anders. Würde ich auch mal vorschlagen, dann wird er langweilig. Kenne ich ja schon hier. Raus. Willkommen. Oh, gehen wir jetzt die neue seltene Eule schauen. Hinknien. Warum? Knie dich hin. Davis. Ja. Es reicht jetzt. Okay. Endgültig. Du hast jetzt zwei Optionen. Die erste. Du zahlst die Geldstrafe, die auf dich zukommt. Danach bist du ein anständiger, braver Bürger. Hör ich eine Sache von dir, verschwindest du. Option 2. Du führst die weiter auf, du machst weiter ein Heckmeck, dann wirst du jetzt auf der Stelle diesen Ort verlassen. Du wirst nie wieder hierher kommen. Alles, was du besitzt, wird nicht mit dir gehören. Was? Ich mach dich fertig, Davis. Mit all den rechtlichen Mitteln, die ich hab. Also suchst du aus. Also kannst du ja nicht viel machen. Ich habe gehört, du wirst bald gefeuert. Also hast du Option 2 gewählt, oder? Nein, Option 1.
Es hat sich aber eher angehört, wie wenn es die zweite wäre. Nee, nee, eins. 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 Da ganz sicher. Ja, ich bezahle die Strafe und bin jetzt ganz lieb. Ein einziger Verstoß, Davis. Ein einziger, den ich mitbekomme. Ja. Ich reiß dir deinen Arsch auf, dass du dir wünschst, nie geboren worden zu sein. Hast du mich verstanden? Ja. Willst du einen Ich Pullen? mach dich fertig. Ja. Ich glaube, du hast den Ernst der Lage nicht ganz begriffen. Doch, du machst mich fertig. Und zwar wir. Was heißt wir? Und zwar wie? Was? Wirst du die umschauen, wie ich die fertig mache? Spezi. Okay. Also, einmal Abschleppkosten für mein Fahrzeug. Knie dich nieder. Warte mal, ich muss hier einen Pullmull nehmen. Du hast überhaupt nichts nehmen. Deine Hand, deine Hände sind gefesselt. Also, 15.000 Euro Abschleppkosten. Punkt 1. Ja. Punkt 2. Diebstahl. Weißt du, was das kostet? Nee. Nochmal 15.000. Was? Und Okay. dann Diebstahl. Das haben wir schon. Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. 10.000. Was? War man in der Summe? 40. Und weil es respektlos warst, guck mal nochmal 5.000 drauf. Was? Du zahlst jetzt 45.000 Geldstrafe. Dann darfst du gehen. Ansonsten, Davis, werden wir dich hier nie wiedersehen. Hast du mich verstanden? Habe ich überwiesen. Nimm mich mal mit. Vitus! Kann's doch nicht mehr alle. Kann doch nicht wahr sein. Ich will wieder zurücklaufen. Oh nee, zieh die Hose. Leg mich am Arsch. Warte mal, ich komme gleich, ich bin gleich beschäftigt. Aber bitte Papier, ja, Scheiße, war doch noch Blätter. Ja, du Kutito, du. So. Nee, der Freude, so noch. Wunderbar. Da war denn hier. Emil. Hi. Was ist denn hier am Wald? Warum beobachtest du mich beim Kacken? Ich bin dann. Sag mal. Ich bin nur daran vorbeigelaufen, hab dich gesehen. Ich wusste nicht, dass du am Kacken bist. Das ist doch. Das ist doch. Also sag mal, kann man doch nicht mal mehr. Wie du ist. Was? Oh nee. War Kacken und er hat mich beobachtet. Das ist ein Kackspanner. So nein. Okay. Was hast du gemacht, Dennis? Nein, ich bin nur hier vorbeigelaufen. Ich wollte nach Hause, hab den Wagen hier gesehen, hab gesagt, warum steht hier ein Wagen mit Rundumleuchter an? Bin hier hin und hab dann Eduard im Busch gesehen, aber ich hab mich sofort weggedreht. Das ist ein Kackspanner. Nee, wirklich nicht. Da geht's nochmal auch zu, weil Leuten beim Scheißen zuzuschauen, schauen, die Leute haben eh schon einen Schatten, die sowas machen. Beim nächsten Alter. Mal, Davis, du bist weg. Ich hab's dir gesagt. Ich hab. Servus. Du wirst hier nie wieder Servus, gesehen. Alois. Aber Lanzel, ich hab wirklich. Ja. Mach einen Abgang jetzt. Ja. Ab, lauf. Aber Nein, ganz schnell. Eduard, kannst du mich mitnehmen? Lauf. Nix, der Mann. nimmt dich nicht mit. Halt, warte mal, du Lauf. musst hier wieder mitkommen. Du musst mal meine Bandscheiben nochmal massieren. Du musst die scheiß Karre herausziehen. Hast du das wenigstens gesagt, wie du es?
Ja, natürlich. 45.000 oder Pflicht? Als Strafe. Das ist richtig, ja. Aber nächste Mal, wenn er es macht, dann wird er aus dem Ort verbannt, habe ich ihm gesagt. Das ist richtig. Aber es ist nur mitfahren oder laufen. Kannst du mich mitnehmen? Was soll es denn? Verlangen wir 5.000, dann in der Post mitnehmen. Okay, 5.000, aber ohne anfallen. Ne, dann laufe ich. Wir hören uns, Leute. Tschüss. Tschüss. Guck mal, wie er rennen kann. Ja. Ah, Eduard, danke nochmal für das Geschenk, gell? Ja, bitte, bitte. Gefällt's dir denn? Ja. Aber wie du es, weißt du, was ich letztens gemacht hab? Den? Hab den Damien mit dem Traktor gejagt. Weil er frech zu mir war. Ich musste dem sogar hinterherlaufen und da war ich außer Puste. Kannst du dir das vorstellen? Verdient hat es, verdient hat es. Der kommt. Sagst du, ich hab's ihm jetzt einmal angedroht. Das nächste Mal machen wir mit alle richtig mit und die machen wir einen fertig. Da ist der so schnell weg da, jetzt kann er bis 13. Ja, das ist schon furchtbar, was der da treibt, hey. Ja, es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Der kommt daher, macht einen auf scheinhändig, klaut Autos, macht Sachen kaputt, führt sich auf, beleidigt. Es reicht jetzt. Außer aber wieder. Geht's nicht mehr weiter. Hat er dir auch mal das Bild gezeigt von seiner hässlichen Mutter? Ja, leck mir am Arsch, hey, da habe ich mir gedacht, wer macht denn mit so einer rum, hey? Wie, das ist cool, ja ganz was Greisliches. Ja, da, die Quamper, die Bergziegen, das da draufgegangen ist, das weiß ich auch nicht, ey. Also sag mal, da musst du wirklich, also da musst du dich als Kuhmarke gesoffen haben, da. Ja, die kostet ja, Schädling, da stimmt vorher. Eben, aber das kostet Schädlinge. Ich seh, was ist denn da jetzt? Warte mal. Da. Ist das ein Reh? Ich hab einen Jagdschein, warte, ich hab einen Jagdschein. Ja, Schonzeit ist rum, also. Ah, scheiße, wir haben es nicht erwischt. Ja, das Ziel müsst ihr zwar noch üben, gell? Oh mein, ich treff immer. Ich hab ja alle Lattenschuss, ey. Eieieiei. Ich wollte mich hier loswerden. Die Frage stellt sich nur, warum? Die Frage ist nur, warum? Knallen die einfach Bilder vom Reh rum, denkt mir mal den Reh und knallen dabei rum, ey. Und so alle nicht mehr alle. Ich spinne doch. Die spinnen doch. So, jetzt sammeln wir erstmal weiter Stroh ein.
So. Jetzt erstmal das Stroh einsammeln. Dass wir das noch fertig kriegen. Und dann haben wir es eigentlich soweit, ne? Dann geht's an die Feldarbeit. Jetzt noch die restlichen Sachen hier aufheben. Wir brauchen nämlich jeden Liter Stroh. Jeden Liter Stroh brauchen wir. Und zack. So. Das geht dann jetzt noch schön ins Lager. Und dann ist schon so gut wie Feierabend. So, Schweine sind sauber, die Felder sind fertig. Stroh ist eingelagert. Das passt doch. Das passt doch. Stimmt, Wasser muss ich noch holen. Aber das mache ich später. So. Sind Düngestreuer dran geschnallt und dann wird erstmal die Felder gedüngt. Dann werden erstmal die Felder gedüngt. Zack, zack, zack. Stimmt, ich wollte das große Ding hier noch verkaufen. Scheiße, wo habe ich denn... Ah, genau da hinten in der Ecke. Gut. Müssen wir einmal rumfahren. So. Schön, das Kalk. Das ist Dünger. Laden wir das erstmal auf. So, das hat schon mal hier wieder aus dem Weg weg. Und jetzt schauen wir noch mal, ob wir dort hinten noch ein bisschen... Ich glaube, wir haben da nichts mehr im Lager. Ich meine, dass ich nur noch Kalk drin habe. Ja, war mir klar. Okay, dann schauen wir erstmal, wie weit wir mit diesem Dünger kommen. Und dann hole ich erstmal neues. Eine Ladung. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen.
kann ich gleich erstmal grubbern. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!